Herzlich willkommen zum nächsten Update zu Project X. Ich glaube, ihr seht schon, Sam ist ein großer Fan von den Sachen, die hier in den letzten Tagen und Wochen passiert sind. Und deswegen schauen wir uns das jetzt heute kurz an. Die für viele von euch wahrscheinlich wichtigste Änderung oder Neuerung seht ihr schon. Wir haben hier im ganzen Bereich, also über die vollen, ich glaube es sind knapp 7,5 Meter, wo die Autos reinfahren und sich bewegen werden, so eine Schmutzschleuse nennt man sie, glaube ich, gelegt. Die haben wir auch am Boden festgeklebt. Seht da drunter das doppelseitige Klebeband. Das heißt, die ist oben und unten gummiert. Und so können wir einerseits sicherstellen, dass das Wasser nicht durchtropft und auf dem Laminat liegen bleibt und dann dort das Laminat aufweicht. Und andererseits auch, dass hier Steine, die sich eventuell in den Reifen befinden, keinen wirklichen Schaden anrichten. Nächste Änderung, das bin ich ganz, ganz besonders stolz. Ihr seht schon, Sam liegt drauf. Das ist mein neuer Erklärbär-Sessel. Ich wollte unbedingt einen coolen, optisch auffälligen Stuhl haben, indem ich euch dann in Zukunft in den Videos verschiedene Sachen zeigen und erklären kann. Den habe ich, man höre und staune, völlig kostenlos bekommen. Der wurde in einer Gebrauchtwarenbörse hier in der Schweiz verschenkt. Habe ich mir geholt, macht sich wunderbar, vor allem mit der nächsten Änderung da hinten. Werkbank. Die hat Dennis besorgt. Da seht ihr schon, das ist also einfach eine zusätzliche Arbeitsfläche. Da unten ist rot, deswegen habe ich gesagt, passt das so schön. Und hier drin haben wir nochmal zusätzliche Ablagefläche. Hier hat also Dennis seine A1000, meine A1000, unsere beiden Staubwedel, alles drum und dran hat hier Platz. Dann haben wir das stets griffbereit, vor allem die Sachen, die wir zum Polieren brauchen. Wie gesagt, alles in rot gehalten. Dann passt das auch alles wunderbar optisch zusammen. Schrank von Dennis steht immer noch da, der Werkwagen auch. Meine Weinkühler mit den Wachsen sind nach hinten ins Lager gewandert, weil ich die nicht, schlichtweg nicht so oft brauche. Und das ist in dem Sinn das, was sich jetzt die letzten Tage und Wochen hier getan hat. Also Schmutzschleuse oder Teppich hier am Boden, Werkbank, zusätzliche Ablagefläche. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem zusätzlichen Highlight. Ich habe euch ja in einem der letzten Vorstellungsvideos hier aus der Halle schon mal gesagt, dass die Zusammenarbeit hier mit Dennis für beide Seiten auf jeden Fall fruchtbar ist. Dennis kann extrem viele Produkte ausprobieren, die ich habe, kann von den Materialien profitieren, die ich hier habe. Andererseits besorgt sich Dennis eben auch Sachen für seine Aufbereitungen, von denen ich profitieren kann. Und eines davon ist jetzt dieser Lichtwagen hier. Den hat sich Dennis selbst gebaut, weil die Alternative, nämlich hier in der Halle und an der Decke und an den Wänden, Lichtinstallationen vorzunehmen, extrem teuer gewesen wäre. Und darum hat er gesagt, baut er sich lieber was Mobiles und was Eigenes. Und das ist jetzt also sein Lichtwagen hier. Kurz gesagt, haben wir hier Kaltlicht, Warmlicht oder beides auf den Seitenwänden nach oben. Das heißt, hier ist es für Haube und Dach ideal, hier ist es für Seitenwände ideal. Und ich kann davon profitieren, dass ich diese Wand hier zum Beispiel nehmen kann, um mich selbst zu belichten, wenn ich für euch Videos drehe oder eben auch, wenn ich hier Autos poliere. Wie gesagt, Dennis hat das komplett selbst gebaut und zwar hat er alle Einzelteile sich bei Amazon bestellt, zusammengestellt und dann mit einem befreundeten Elektriker hier in der Halle direkt zusammengebaut. Das Ganze ist mobil, das heißt, das kann man hier wirklich in der ganzen Halle rumschieben. Die Einzelheiten erspare ich euch, weil ich sie selbst nicht kenne, beziehungsweise da wirklich nicht der Experte bin. Aber ich wollte euch den Lichtwagen noch kurz zeigen, weil ich den doch ziemlich cool finde. Ihr seht schon, das war ein relativ kurzes Update, weil so viel ist hier jetzt in den letzten Tagen und Wochen gar nicht mehr passiert. Grundsätzlich sind wir eingerichtet, das sind jetzt nur noch Detailverbesserungen und vor allem habe ich ja schon begonnen damit, hier Testvideos für euch zu produzieren. Eine Sache, eine große Sache in dem Sinn, steht jetzt hier direkt in Greifweite neben mir. Die zeige ich euch noch nicht, weil die müssen wir zuerst aufbauen und da werdet ihr uns wieder live begleiten. Denn das ist definitiv noch was, was cool ist, was wir organisieren konnten. Und dann würde ich sagen, freut euch, denn wir stellen euch das in den nächsten Wochen noch vor. Bis bald!